Moin, es ist wieder soweit, eine aufregende Zeit steht bevor. Die World Robot Olympiad startet in ihre neue Saison. Im November letzten Jahres war das Weltfinale in den Messehallen in Dortmund. Dazu gibt es ausführliche Vlogs auf diesem Kanal. Wenn ihr euch dafür interessiert, guckt euch das sehr gerne an. Ist oben verlinkt. Genauso habe ich vor ein paar Jahren mal eine Dokumentation darüber gemacht, was die World Robot Olympiad eigentlich so ist. Auch das Video ist natürlich oben verlinkt. Im November, wie gesagt, war das Weltfinale und die Saison mit dem Motto My Robot, My Friend ging zu Ende. Übergeben haben wir das Ganze dann an Panama, wo in diesem Jahr dann das Weltfinale stattfinden wird. Und das neue Thema ist Connecting the World. Anmelden konnte man sich eben schon seit November und die Aufgaben kamen dann im Januar dazu raus. Und da jetzt bald die Wettbewerbe losgehen, es gibt 39 Regionalwettbewerbe und dann das Deutschlandfinale in Freiburg, habe ich mir gedacht, wir gucken uns mal wieder ein bisschen Special-Lego-Sets dahinter an. Ich habe vor einiger Zeit schon mal dieses Set hier vorgestellt, das WO-Teile-Set, das es gibt. Und da gibt es seit diesem Jahr, letztes Jahr vorgestellt, noch ein kleines Ergänzungsset dazu. Ein paar spannende neue Teile und was damit alles so passieren kann, das wollen wir uns in diesem Video mal angucken. Und deswegen packen wir das als allererstes mal auf. Ich habe da selber auch noch gar nicht reingeguckt. Machen wir mal auf und holen mal die ganzen Tüten raus. In jedem Fall, das kann man aber auf der Rückseite auch schon ganz gut sehen, sind sehr viele Technikteile dabei. Hier Steine, verschiedene Konnektoren, Liftarme, Paneele. Ganz, ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Und da das ein bisschen langweilig ist, sich jetzt hier einzelne Teile anzugucken, habe ich mir gedacht, wir bauen mal die Wettbewerbsaufbauten für Robo Mission Senior auf dieses Jahr. Das Thema da, autonomer Hafen. Und da man ja jetzt Technikteile hat und dieses Set auch mitverwendet, also es geht quasi, es ist eine Verbindung aus beiden Sets, die man für die Teile oder für die Aufbauten der Spielfelder braucht, wird hoffentlich viel Bewegung drin sein. Ich weiß selber noch nicht, wie die Aufbauten aussehen. Ich bin sehr gespannt. Ich baue das jetzt alles mal auf und dann schauen wir uns mal an, welche Möglichkeiten das neue Ergänzungsset jetzt bietet. So, eine gute Dreiviertelstunde, Stunde Bauspaß ist vorbei. Und das hier sind die ganzen Aufbauten, die wir brauchen für die Senior-Aufgabe. Die Sachen werden alle auf dem Spielfeld markiert oder platziert. Das blende ich jetzt mal kurz als Bild ein. Das Spielfeld hat immer eine Standardgröße und darauf werden die Sachen eben alle platziert. Mit denen müssen interagiert werden, die Sachen dürfen nicht verschoben werden. Es gibt irgendwie Sachen, die nur dafür da sind, irgendwelchen Einfluss zu nehmen, dass also irgendwelche Entscheidungen getroffen werden müssen oder so. Und wie das alles passiert, steht in einem 20-seitigen Regelwerk. Ich werde unten mal alles dazu verlinken, zu den Aufgaben, um was es da geht, auf was man da achten muss und wie genau die Regeln sind. Ich will mir eigentlich das Teileset angucken, deswegen gucken wir uns mal an, was man denn jetzt so schön daraus bauen kann. Ich muss auf jeden Fall sagen, ich bin begeistert. Es ist richtig cool, die Anleitungen sehen auch dieses Jahr besonders schön aus. Man fühlt sich sehr wohl, wenn man von Lego-Anleitungen kommt, sie sind sehr ähnlich gestaltet. Es gab da wohl auch Feedback von Lego zu und die Aufbauten sind einfach schön. Wir haben hier vorne zum Beispiel so Leuchttürme mit Molen, das darf man nachher nicht in irgendeiner Art und Weise bewegen. Das steht dann auf dem Spielfeld und darf nicht bewegt werden. Wir haben hier ein großes Schiff, wir haben ein kleines Schiff, wir haben zwei Kräne, wir haben Container, wir haben hier so Markierungssteine und wir haben eine Tankstelle. Und die Aufgaben, ich muss ein bisschen spicken, sind, dass man eben Schiffe belädt und entlädt, dass man ein Schiff tankt, dass man Container eben entsprechend verlädt und entlädt und dass man nachher das Schiff ins offene Meer lotst und dann mit seinem Roboter wieder zurückfährt. Und da sind ein paar sehr schöne Mechanismen und die möchte ich gerne einfach mal zeigen, weil ich sie einfach wirklich sehr, sehr beeindruckend finde. Wir haben hier zum Beispiel an dem Schiff diese schwarzen Teile noch dran und hier haben wir einen Kran. Und wenn ich jetzt möchte, dass dieser Spezialcontainer, also das rote hier ist der Spezialcontainer, der soll entladen werden. Der Kran selber ist später auf dem Spielfeld festgeklebt und ich kann jetzt, steht natürlich hier, ich kann jetzt quasi das Schiff hier gegenschieben und dann wird der Container automatisch entladen. Und wenn er festgeklebt wäre, würde er natürlich auch nicht umfallen, ne? Also so würde er dann halten. Und das finde ich richtig cool. Also man kann jetzt mit Sachen interagieren und löst auf etwas anderem noch etwas aus, das gab es vorher tatsächlich auch nicht.
Das zweite, was es noch gibt, was man machen kann oder machen soll, der Kran will nicht, das ist diese Tankstelle hier. Die ist so nachher aufgebaut. Auch der Teil hier ist fixiert auf dem Spielfeld und dieser gelbe 2x2 Brick ist quasi der Treibstoff. Und dann fährt man mit dem Schiff wieder hier runter und hat das Schiff getankt. Man muss es aber nicht so machen, man könnte hier eben auch entsprechend mit seinem Roboter hinfahren, könnte den Stein aufnehmen und halt irgendwie auf dem Schiff platzieren, soweit ich das verstanden habe. Das ist auch kein Problem. Aber allein die Tatsache, dass ich jetzt hier gegenfahren kann und es quasi runterfällt, ich finde das richtig, richtig cool. Ansonsten sind die Bauten, also die Container sind eher so standardmäßig. Man kann halt hier mit Liftarm nachher rein, dass man die Container eben entsprechend hochheben kann. Kann die dann hier auf das große und natürlich auch auf das kleine Schiff entsprechend aufladen und kann dann damit eben entsprechend seine Punkte fahren. Und das hier sind einfach die Markierungsblöcke. Die werden ausgelost und werden zufällig platziert und je nachdem, ob es dann grün oder blau ist und an welcher Position das auf dem Spielfeld liegt, muss man quasi Container da oder dorthin packen oder sie entleeren, beladen, wie auch immer. Das macht dann alles der Roboter. Die Roboter, auf die bin ich sehr gespannt. Die sind ja von jedem Team selbst gebaut und müssen halt, die versuchen halt so viele Aufgaben wie möglich davon in irgendeiner Art und Weise schnell zu lösen und möglichst viele Punkte zu fahren. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie die Teams, die das gemacht haben oder die sich angemeldet haben, das in diesem Jahr lösen werden. 708 Teams sind insgesamt zur World Robot Olympiad angemeldet. Davon haben sich 10 Stand jetzt zurückgezogen oder wieder abgemeldet. Robo Mission, die Kategorie, um die es hier geht, ist auf jeden Fall weiterhin die allergrößte. Und am 29. April geht es mit dem ersten Regionalwettbewerb in Leonberg los. Ich verlinke unten mal die Seite mit der Übersicht, wo ihr alle Wettbewerbe sehen könnt. Wie gesagt, 39 Wettbewerbe sind es und das Deutschlandfinale. Ihr könnt zu diesen Wettbewerben kostenlos vorbeikommen, könnt euch das angucken, könnt diese Atmosphäre mal spüren, die es ist, wenn Leute versuchen mit Lego oder auch mit anderen Sachen in anderen Kategorien Roboter zu bauen, die selbstständig Dinge tun. Es lohnt sich auf jeden Fall sehr. Kommen wir aber noch mal kurz auf das Set zurück. Es ist also diese wunderschöne Kiste hier. Es ist ein Lego Education Set mit der Nummer 45819. Wir haben 568 Teile. Zum allergrößten Teil haben wir hier Technikteile drin. Und das ganze Ding kostet 35 Euro. Lohnt sich eben nur oder kriegt man auch nur, wenn man an der World Robot Olympiad mit einem Team teilnimmt. Und es gibt in Deutschland auch nur einen einzigen Händler, der das Ganze verkauft, genauso wie das große Materialset, nämlich der Verein Technik Begeistert, der in Deutschland der Organisator der World Robot Olympiad ist. Und weil das hier alles so ein bisschen klingt wie Werbung, sage ich das vielleicht mal, es ist keine. Ich bin Mitglied in diesem Verein, bin deswegen auch immer auf den Wettbewerben, aber finde es auch einfach total cool, was da passiert und was man eben aus diesen ganzen Lego-Steinen letztlich machen kann. Und in den anderen Kategorien natürlich auch aus den Nicht-Lego-Sachen, die da teilkommen, also Holz, Arduinos, Raspberry Pis und so. Ich kann nur empfehlen, guckt euch die Videos, guckt euch die Playlist auf diesem Kanal zu den ganzen World Robot Olympia-Themen an. Es ist jedes Jahr wieder sehr, 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 sehr spannend und es macht mir große Menge Spaß.